Ich fange wie immer mal an mit meiner BB, weil ich ja so trockene Haut habe und deswegen klatsche ich die mir immer drunter. Ich hoffe, dass das mit dem Licht hier so geht und wenn ihr sehen könntet, wie ich hier wieder alles aufgebaut habe. Aber man braucht hier auch relativ schönes Licht. Und eigentlich geht es ja auch nicht um meine absolut sensationellen Schminkkünste, sondern wir wollen ja ein bisschen schwatzen, wa? Immer noch von Catrice Nude Illusion. Ich finde es eigentlich ganz gut. Für mich reicht's. Auch ganz professionell wie immer mit den Händen. Ich habe hier auch wieder an der Seite meinen Spiegel stehen, weil da hier drin schminken, das wird nicht. So, wo fangen wir an? Die Mutti hat Urlaub, ganze 10 Tage Resturlaub. Das heißt, ich bin jetzt fast ein Jahr dort in meinem Job oder an meiner Arbeitsstelle und hatte, glaube ich, am Stück das längste eine Woche Urlaub in dem ganzen Jahr. Und das war die Woche, wo Pia mit Lungenentzündung im Krankenhaus lag. Also ich hatte wirklich letztes Jahr so gut wie keinen erholsamen Urlaub. Ich hatte dann nochmal 2 Tage oder ein Wochenende hatte ich nochmal. Wie gesagt, ich habe mir die 10 Tage verdient. So wirklich ausgeruht habe ich mich auch noch nicht. Wir waren am Montag shoppen, groß shoppen für den Papa. Einen Anzug kaufen. Die Mutti hat ja immer noch nicht anzuziehen, aber Hauptsache der Papa. Wir sind auch in 2 Läden gewesen, sensationell, oder in 2 Läden gewesen. Im zweiten hat man einen super netten Verkäufer. Wir haben einen Anzug anprobiert, der hat sofort gepasst. Markus hat sich sofort wohlgefühlt und wir haben den gekauft. Das Ganze hat eine halbe Stunde gedauert. Gut, wir haben jetzt das Budget leicht überschritten. Aber das ist, glaube ich, Gold wert, wenn man einen Anzug gleich findet, sich wohlfühlt, der sofort passt. Also da haben wir ja nicht lange rum überlegt, den haben wir dann gleich genommen. Achso, ich nehme übrigens jetzt neuen Concealer. Ich nehme den von Reval de Loop. Hallo? Natural Touch Concealer, den finde ich richtig gut, also der ist, den hatte ich in meinem Weihnachtskalender von Markus drinne. Ich habe jetzt erstmal meinen anderen aufgebracht, jetzt nehme ich den und ich finde den, der ist nicht so dünn, der ist schön dick. Man hat auch neue Nägel, wie man sieht. Gestern war ich zum Nageln, gestern war auch so ein doofer Tag. Also wir waren Montag unterwegs wegen Markus seinem Anzug. Nachmittag dann Kind bespaßen. Gestern war ich früh zur Plasmaspende. Vorgestern war ich früh zur Plasmaspende. Dann kamen noch Markus seine Eltern. Die wollten den Anzug sehen. Und dann mussten wir ja schon Pia holen. Und dann war er vorbei mit Ruhe. Also ich, Montag, Dienstag habe ich mich nicht wirklich ausgeruht. Und gestern war so der Tag, wo ich gedacht habe, kannst du mal einen richtigen Haushalt machen, weil es ist ja so das Wichtigste als Mutti, wenn man hört Urlaub, oh, kannst du mal richtig schnell in Ruhe durchputzen. Montag, Dienstag war Pustekuchen, Mittwoch war dann mein Tag. Ja, bis dann die Nacht kam, Pia hat nur gejammert, wir sind bestimmt alle Viertelstunde rein, alle halbe Stunde, bis dann gesagt hat, möchte ich mit zu rüberkommen, weil irgendwas hatte sie. Und dann lag sie bei mir noch im Bettchen und hat gejammert und geknurrt und dann habe ich so eine Wärmflasche geholt. Und dann hat sie immer, aua Bauch, und dann habe ich gesagt, du gibst dir ihr Ibuprofen. Das hat sie auch mit Ach und Krach runtergewirkt. Und glaube eine Viertelstunde später oder so hat sie sich dann übergeben. Und danach war, als wäre nichts gewesen, wir haben uns rüber ins Bettchen gelegt. Der Papa ist ausgewandert, weil er musste um 4 aufstehen. Und das ganze Theater ging bis um 1. Nach dem Brechen hat sie sich rüber zu mir ins Bett gelegt und hat sie geschlafen, als wäre nichts gewesen. Keine Ahnung. Ich war jedenfalls froh, habe... Erst wollte ich sie nicht in die Kita bringen. Dann habe ich gedacht, gut, sie war aber den ganzen Tag normal drauf. Sie hat normal gegessen, sie hat eventuell ein bisschen Durchfall gehabt. Sonst war sie normal drauf.
totalen Appetit, jetzt hat reingehauen, sie hat die Spieße lacht, die kichert, die zickt. War für mich erledigt, gut, bringst du in die Kita. Ich habe gesagt, gut, mach mal Mittagskind, dass zu Hause in Ruhe. Oh, wo ist mein Bronzer? Robert. Wollte ich Mittagskind machen, dass sie zu Hause in Ruhe ihren Mittagsschlaf machen kann, wenigstens. War Pustekuchen, nach einer Stunde hat mich die Kita angerufen. Pia würde wohl nur in der Ecke liegen, sie darf keiner ansprechen. Sie möchte nur liegen und schlafen. Und die, so kennen sie mein Kind nicht, weil Pia ist eigentlich immer die, die nie sitzt, die immer vorne dabei ist. Dann haben sie mich angerufen, habe ich gesagt, gut, hol ich sie. In der Stunde hatte ich natürlich gerade geschafft, noch einen Kaffee zu trinken und hatte keinen Haushalt gemacht. Aber das Mädchen geht vor. Wir haben uns dann zu Hause auf die Couch gekracht und gekuschelt. Und zwar ganz normal. Zum Mittag gab es nur eine leichte Suppe. So tagsüber nur Zwieback, wie man das eben so macht. Es war gar nichts, sie hat nicht nochmal erbrochen, sie war halt ein bisschen kuschelig, ein bisschen ruhig. Alles schön. Die Nacht war auch super, also wer weiß, was das gestern war, vielleicht wirklich nur was Komisches gewesen. Und als das dann draußen war, war die Sache anscheinend erledigt. Oh, das war zu viel. So. Wie lange sind wir schon? So 8 Minuten. Jetzt muss ich aber mich mal sputen. Machen wir noch ein bisschen Rouge. Ich finde den so schön. Der ist so hellrosa und so schimmrig, dass du fast keinen Highlighter mehr brauchst. Augenbrauen. Ich bin mal weg, wa? Doof aus. Whatever. Weiter im Text. Ach hier. Ich habe noch so ein Catrice mit Made of Stay Highlighter Pen, den finde ich auch übelst toll. Den habe ich auch schon ewig und der wird und wird nicht alle. Wie auch immer, was wollte ich noch erzählen? Ja, und jetzt hat der Mama jedenfalls Urlaub und ich habe, heute ist Donnerstag, noch nicht ein Video gedreht, weil ich immer zu tun hatte und weil ich auch irgendwie, ehrlich gesagt, mal die Beine hochlegen wollte. Genau. So, und jetzt habe ich hier, jetzt geht's an die Ohren. An die Ohren. Genau, Thema Hochzeit. Also ein Anzug für Markus hat man. Ein bisschen Deko haben wir schon zusammen, da kommt aber noch ein extra Video. Ich nehme jetzt aus meiner W7 Palette diesen Ton. Das ist so ein matter, matter Ton? Übrigens, das sind alles hier zu Eva-Pinsel, die ich jetzt benutze. Ich bin so zufrieden, ich muss aber sagen, dass ich finde, dass die ein bisschen fusseln, also so ein bisschen Haare verlieren. Das mag ich eigentlich nicht, bin ich dezent erstaunt. Aber gut, ist so, mal gucken, wie die sich so noch machen. Das gleiche hier noch unten, da brauche ich aber einen kleineren Pinsel dazu. Ich habe auch immer noch vor meinem Herpes hier
Das ist nun schon 2 Wochen her, als wir krank waren. Genau. Was ich auf jeden Fall noch abdrehe in meinem Urlaub ist unsere Einladungskarten, die sind da, die sind verschickt. Wir warten jetzt nur noch auf Antworten. Dann habe ich schon Gastgeschenke in Sack und Tüten, Ringkissen haben wir schon, bisschen Deko für die Location haben wir schon. Und das kommt dann auf jeden Fall noch im nächsten Video. Und ich überlege noch, als wir am Montag einkaufen waren, den Anzug, habe ich noch so ein paar andere Sachen gekauft, ob ich euch die auch noch zeige. Das weiß ich noch nicht, wie ich Lust habe. Achso, ich will jetzt hier noch so ein bisschen... Ich brauche ewig, wenn ich mit euch schnattere, das geht ja auch nicht. Ich will jetzt hier noch so ein bisschen vertiefen. Dann nehme ich jetzt noch was Dunkleres. Was nehmen wir da? Wir nehmen jetzt einfach mal die hier. Das ist auch so ein schönes... ich finde die Palette so genial. Ich werde mir auf jeden Fall bestimmt hundertprozentig noch eine andere von W7 holen. Ich habe übrigens Schlupflider. Und ich habe mitgekriegt, dass das mit dem Eyeliner total schwierig ist und immer total dumm aussieht. Ich muss mir jetzt was überlegen, wie ich das in Zukunft mache, weil die sind mir neu, die Schnupflider. Die müssen mit meinem 30. Geburtstag gekommen sein. Die waren vorher nicht, ich schwör's euch. Findet ihr das auch mit so Quatsch mit dem Verblenden? Das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Video gesagt. Ich verblende immer mit dem Pinsel, den ich gerade habe, verblende ich meine Kanten. Da brauche ich keinen Blenderpinsel. Seht ihr das? Ich habe auch hier so alles so... Schrecklich. Das ist so faltig und alt. Und wo, wann ist das passiert? Da! Hat doch schon wieder ein Haar verloren, der Kollege. So, die trägt man. Jetzt mache ich eigentlich nur noch einen Eyeliner, das wird der Junge, das wird der Totenstille, ihr kennt das. Weil, wenn ich mich davor mache, geht ja nicht. Am besten ich gehe vor meinen anderen Spiegel, weil da weiß ich Bescheid, wie ich was zu machen habe und wie ich was zu ziehen habe. Also wenn irgendeiner ein Video oder einen Tipp hat, wie ich das mit dem Schlupflied, mit dem Eyeliner machen kann, da wäre ich echt dankbar, weil ich bin total verzweifelt. Ich wollte mir eigentlich immer meine Nase operieren lassen, weil die geht gar nicht. Guckt euch die Nase an. Mittlerweile würde ich mir gerne einen straffen Mops operieren lassen. Also ich will keine D haben oder so, aber ich will das, was ich habe, soll wieder schön straff sein. Und jetzt möchte ich aber mittlerweile doch viel lieber mir dieses schlüpfige Lid machen lassen. Ich muss noch ein bisschen verblenden. Tada! Seht ihr das? So sieht der Eyeliner gut aus. Und wenn ich von vorne gucke, knickt sich das hier hinten so. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich so mache, sieht er gut aus. Und von vorne sieht er Mist aus. So, hier muss ich auch nicht sagen, wir sind fertig, ja? Ich mache jetzt noch ungefähr 97 Schichten Mascara drauf. Tada! So, jetzt müssen wir das eigentlich auch trocken lassen, sonst ditcht das alles hier oben an. Pass auf, wir machen das jetzt, egal ob er lacht. Er lacht sowieso über mich. Ich habe mir von P2 einen Lip Liner gekauft und zwar in der Farbe Aubergine. Und das ist so ein Aubergine-Ton. Und ich finde den übelst, der sieht so lila-mäßig aus, so lila, Aubergine eben, Mensch. Und ich finde das zu diesen rötlichen Augen-Make-up eigentlich schön. Pass auf, ich mache den mal drauf, das sieht furchtbar aus. Komisch, oder? Es ist doch so
Ich weiß nicht, ich würde so vielleicht, vielleicht in die Disco gehen. Nee, nicht mal. Deswegen mache ich jetzt auch neu Ultra Matte Lip Cream von Trend It Up drauf. Wobei ich die Konsistenz richtig eklig finde. Guckt mal, wie das aussieht. Aber. So. Und? Furchtbar, ah, schrecklich. Markus würde jetzt gleich wieder sagen, na, der Clowny? Ich weiß nicht, warum mir das nicht steht. Ich habe auch so einen Riesenmund. Okay. Das Video ist sowieso schon viel zu lang. Ich habe jetzt ein Date mit Christian. Ich habe noch ungefähr 2 Stunden, bis Pia nach Hause, bis ich Pia holen muss. Und da gucke ich jetzt schön 50 Shades of Grey und ziehe mir so eine richtig fette Pizza ein, weil ich habe Urlaub. So, wir sehen uns im nächsten Leben. Im nächsten. Oh mein Gott! Wir sehen uns im nächsten Video und jetzt dürft ihr alle lachen. Tschüss!